Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Vorlesung Numerische Strömungsmechanik 1. Sie sehen gleich hier auf der ersten Seite die zentrale Gleichung aus der numerischen Strömungsmechanik. Das ist die berühmte Navier-Stokes-Gleichung. Sie kennen die Gleichung bereits aus der Strömungsmechanik. Da steht im Prinzip Masse mal Beschleunigung ist gleich Kraft. Das Ganze allerdings geteilt durch das Volumen, sodass aus Masse geteilt durch Volumen hier vorne die Dichte wird. Entsprechend stehen hier auf der rechten Seite Kräfte bezogen auf das Volumen, der negative Druckgradient, das wäre die Volumendichte der Druckkräfte, Viskosität mal Laplace-Operator angewendet auf V, das wäre die Volumendichte der Reibkräfte und Rho mal G, das wäre die Volumendichte der Schwerkraft. Das ist also das zweite newtonsche Axiom, formuliert für ein Kontinuum. Und diese Gleichung, die steht ganz im Zentrum der numerischen Strömungsmechanik. Mit Hilfe dieser Gleichung können wir eine enorme Fülle von Strömungen berechnen oder simulieren. Wir werden im Laufe der Vorlesung diese Gleichung auch nochmal ableiten. Eine erste Variante einer Ableitung ist ja in der Strömungsmechanik bereits passiert. Wir machen das aber jetzt nochmal etwas genauer mit Hilfe des Konzepts des Spannungstensors. Dafür brauchen wir dann auch einen kleinen Einstieg in die Tensorrechnung, dazu aber später. Was Sie hier auf der ersten Folie auch schon sehen, ist ein Thema, mit dem wir uns speziell im Seminar beschäftigen wollen. Sie sollen im Seminar lernen, dass man eine derart komplizierte Gleichung im Prinzip selbst lösen kann mit einfachsten Mitteln. Ich werde Ihnen im Seminar zeigen, dass wir eine komplizierte partielle Differentialgleichung wie diese, die auch noch nicht linear ist, mit Hilfe eines Computers lösen können und die Rechenoperationen, die man dafür braucht, Sie werden es kaum glauben, das sind nur die vier Grundrechenarten: Plus, Minus, Mal und geteilt. Das ist sozusagen das große Anliegen im Seminar. Keine Angst vor komplizierten Differentialgleichungen. Durch das Konzept der Diskretisierung können wir am Ende sehen, dass wir mit einfachsten Rechenoperationen auch sehr komplizierte Gleichungen lösen können. Und zwar wollen wir das Ganze üben an folgendem Beispiel, am sogenannten Lid-Driven Cavity. Das ist ein internationaler Testfall für numerische Strömungsmechanik. Ein Lid-Driven Cavity, das wäre also eine deckelgetriebene Nichenströmung, also eine Strömung in einer Nut, bei der sich der Deckel bewegt. Sowas sehen Sie hier dargestellt. Das Ganze soll eine Nut sein. Wir haben hier im Westen, unten im Süden und im Osten jeweils eine feste Wand und die Nordwand bewegt sich von links nach rechts. Damit wird die Flüssigkeit, die sich in diesem Kasten befindet, mitgenommen. Nach hinreichend langer Wartezeit stellt sich eine stationäre Strömung an. Sie sehen hier dunkle Linien, das sind Stromlinien. Dann haben Sie hier auch noch eine Farbe eingebaut. Die Farbe deutet an die Stärke des Geschwindigkeitsfeldes. In diesem Strömungsgebiet stellt sich dann eine gewisse Druckverteilung ein. Die Druckverteilung können Sie hier rechts in diesem Diagramm sehen. Wir ziehen mit dem Deckel Fluid oben am Rand nach rechts. Das Fluid wird dann abgelenkt nach unten, sodass hier oben in diesem Gebiet ein Überdruck entstehen muss. Und das ist das, was Sie hier als Druckpeak sehen. Wir haben hier die Westwand, hier hätten wir die Südwand in dem Diagramm und hier hinten ist dann die Ostwand. Der Deckel, den wir ziehen, der befindet sich dann in diesem Diagramm hier oben und hier ist dann dieser Druckplot reingelegt. Sie erkennen im Nordwesten einen Unterdruck, einen Sog. Das ist auch klar. Wir ziehen mit dem Deckel Material aus der linken oberen Ecke heraus, sodass sich hier ein Sog ausbildet. In der Mitte haben wir sowas wie eine starre Rotation und das führt dazu, dass wir in der Mitte ein Druckminimum haben. Vielleicht können Sie sich sogar noch erinnern an die Strömungsmechanik, da haben wir das Thema starre Rotation behandelt. Bei einem starr rotierenden Fluid verhält sich der Druck ausgehend vom Druckminimum wie eine Parabel, wie ein Rotationsparaboloid. Und wenn man sich diese Druckverteilung anschaut, dann erkennt man tatsächlich hier in der Mitte einen Druckverlauf, der entspricht einem Rotationsparaboloiden. Okay, so viel zunächst mal zur Titelfolie. Thema CFD. CFD ist ja mein Hauptarbeitsgebiet.
Ich habe Ihnen hier mal aufgelistet alle Module, die etwas mit CFD zu tun haben. Um CFD zu machen, braucht man natürlich erstmal eine ganze geballte Ladung an Mathematik. Deshalb geht es dann hier unten mit Mathematik 1 los. Sie sehen jetzt hier eingetragen in dieses Diagramm alle Module, die ich anbiete oder wo ich mitwirke. Mathematik 1, Mathematik 2, Mathematik 3, erstes bis drittes Semester. Da werden also die mathematischen Grundlagen für CFD gelegt. In Mathematik 3 geht es speziell um Vektoranalysis und das ist absolut die Grundlage für die Strömungsmechanik im vierten Semester. Im fünften Semester biete ich ein Vertiefungsprojekt an, Stichwort Venturi-Rohr, Strömungssimulation eines Venturi-Rohrs. Dann im sechsten Semester geht es dann los mit CFD 1, numerische Strömungsmechanik 1. Bei Interesse können Sie auf dem Gebiet eine Bachelorarbeit machen. Sie brauchen mich da entsprechend nur ansprechen. Wenn Sie Interesse haben, können Sie dann weitermachen auf dem Gebiet im Master. Der Master besteht ja bei uns aus 3 Semestern, 2 Theoriesemester und dann ein Semester, in dem die Masterarbeit angefertigt wird. In den beiden Theoriesemestern biete ich ein sogenanntes Master-Projektmodul an, wo dann CFD-spezifische Themen bearbeitet werden. Wir haben im Master im Gegensatz zum Bachelor jeweils nur 5 Module pro Semester, die aber dann mit 6 Credit Points ausgestattet sind. Und in jedem Semester ist eins dieser 5 Module ein Projektmodul. Sie können, haben also hier die Chance, sich sehr deutlich in das Thema CFD zu vertiefen. Dann gibt es im 9. Semester eine Vorlesung CFD 2. Der Unterschied zwischen CFD 1 und CFD 2 besteht darin, dass es hier in CFD 1 um die Grundlagen von CFD geht. Es geht auch um isotherme Strömungen. Es geht um laminare Strömungen. Während in CFD 2, da schauen wir uns auch nicht isotherme Strömungen an. Vor allen Dingen gibt es hier ein sehr großes Kapitel über Turbulenz. Das Ganze können Sie dann abschließen mit einer Masterarbeit, ebenfalls im Bereich CFD, sodass Sie also vom vierten Semester ausgehend im Grunde genommen sich durchgängig mit Strömungsmechanik und CFD beschäftigen können, um in das Thema reinzukommen, um Profi zu werden auf dem Gebiet, wenn Sie das interessiert. Okay. Wir bieten hier in CFD Veranstaltungen an, die weit über das hinausgehen, was sonst in anderen Bereichen üblich ist. Wir haben natürlich erstmal eine Vorlesung, da geht es um die theoretischen Grundlagen des Gebiets. Dann haben wir ein Seminar. Im Seminar betreiben wir CFD-Softwareentwicklungen. Sie sollen im Seminar lernen, wie ein CFD-Tool, ein Simulationstool quasi gebaut wird, wie es von innen heraus funktioniert, was dahinter steckt. Das ist also sehr, sehr wichtig für ein Verständnis, um nachher auch kommerzielle Tools anwenden zu können. Diese CFD-Softwareentwicklung passiert in der Sprache C++. Und das ist für mich sozusagen der große Aufhänger. Sie können dort lernen, wie Sie selbst mit Hilfe einfachster Rechenoperationen beliebig komplizierte Strömungen berechnen können. Und diese Rechenoperationen sind, ich wiederhole mich an der Stelle gerne, plus, minus, mal geteilt. Und das ist das, was ein Computer besonders gut kann. Dann bieten wir ein Praktikum an. Da soll dann das Tool Start CC++ eingesetzt werden. Hier können Sie dann CFD lernen, wie die Profis das anwenden in den Firmen. Start CC++ wurde ursprünglich von der Firma CD Adapco entwickelt. Das Ganze wurde aufgekauft von Siemens. Das heißt, Start CC++ ist jetzt eine Siemens-Software. Wir setzen diese Software seit langem hier im Hause ein. Praktikum ist freiwillig. Was wir im Praktikum machen, ist nicht relevant für die Klausur. Aber das Gute ist hier, wenn Sie am Praktikum teilnehmen wollen, bekommen Sie dann am Ende eine Teilnahmebescheinigung. Und ganz zentraler Aspekt bei diesem Praktikum ist, dass wir die Tutorials, die wir da zusammen durcharbeiten, dass sie am Ende diskutiert werden. Was hat das, was da rauskommt bei der Simulation? Was hat das physikalisch zu bedeuten? Wie sind die Ergebnisse zu interpretieren und so weiter? Dann bieten wir außerdem jede Woche noch ein CFD-Kolloquium an, wo wir aktuelle F- und E-Themen diskutieren. Wenn Sie Interesse haben, können Sie bereits jetzt hier im sechsten Semester an dem Kolloquium teilnehmen. In dem Kolloquium sind alle Leute dabei, die bei mir irgendwelche Projekte bearbeiten, Forschungsprojekte bearbeiten, Abschlussarbeiten machen, Bachelor- oder Masterarbeiten oder sonst irgendwie etwas mit CFD zu tun haben. Wir haben hier also eine ganz große Bandbreite. Wir machen hier an der Hochschule
sehr viel und bieten den Studierenden sehr viel an. Nutzen Sie die Chance, da mitzumachen, wenn Sie sich für so ein Gebiet Strömungssimulation interessieren. Nun, wie immer die Frage, was ist CFD? Das ist also ganz typisch diese Vorgehensweise in der Philosophie. Was ist das denn, worüber wir da reden? Ist natürlich kein Wunder, Ihr Dozent ist Physiker. Physiker, die Physik hat sich, ist sozusagen ein Teilgebiet der Naturphilosophie. Also immer diese Frage, was ist das? Worüber reden wir hier? Und das sollten Sie sich durchaus immer fragen bei allem, was Sie tun. Was ist das? Was ist Festigkeitslehre? Was ist Dynamik? Was ist Statik? Was ist ein Stahl? Und so weiter. Also jetzt hier die Frage, was ist denn CFD? Nun, nochmal eine kleine Mini-Wiederholung. Die Strömungsmechanik zunächst mal, das ist die Mechanik der Flüssigkeiten und Gase. Das ist ein Teilgebiet der Mechanik. Man kann auch sagen, die Strömungsmechanik ist die Mechanik strömender Medien. Ne, dann muss man natürlich vorher definieren, was eine Strömung ist. Das haben wir ja gemacht im vierten Semester. Strömende Medien, also Medien, die strömen können, das sind typischerweise Flüssigkeiten, Gase. Das kann auch ein Plasma sein oder auch granulare Medien und alle diese Substanzen, die nennen wir gemeinsam Fluide. Der wichtige mechanische Unterschied zwischen Fluiden und Festkörpern ist das folgende: Flüssigkeiten und Gase, also Fluide, die lassen sich unter dem Einfluss von Scherspannungen beliebig verformen, die können beliebig deformiert werden. Wir haben das damals im vierten Semester anhand der Ebenen Scherströmung diskutiert. Unter dem Einfluss von Kräften zeigen Fluide typischerweise eine wesentlich kompliziertere Dynamik als Festkörper. Was auch noch den Festkörper von dem Fluid unterscheidet, ist, Flüssigkeiten und Gase können in der Regel keine Zugspannungen übertragen. Wenn Sie zum Beispiel versuchen, an einem Stück Wasser zu ziehen, dann können Sie den Druck innerhalb von dem Wasser herabsetzen und sobald Sie den Dampfdruck unterschreiten, verdampft das Fluid einfach. Das nennt man dann Kavitation. Okay. Hier nochmal dieser Überblick. Die Folie ist auch aus dem vierten Semester. Geht es nur nochmal darum, dass Sie sehen, wo sind wir denn jetzt gerade? Strömungsmechanik ist ein Teilgebiet der Mechanik. Und um da zur Strömungsmechanik hinzukommen, da müssen wir erstmal abbiegen hier in die Kontinuumsmechanik. Die Strömungsmechanik ist ja eine Kontinuumstheorie. Da beschäftigen wir uns aber nicht mit festen Körpern, auch nicht mit Elastizität. Da beschäftigen wir uns primär mit dem Phänomen der Strömung. Dann werden wir also hier, das ist die Strömungsmechanik. Dann kennen Sie vom vierten Semester her bereits diese vier Teilgebiete der Strömungsmechanik: Hydrostatik, Hydrodynamik, Aerostatik und Aerodynamik. Okay. Dann haben wir auch im vierten Semester schon diskutiert, dass es drei komplementäre Zugänge gibt, um Erkenntnisse über Strömungen zu gewinnen. Sie können klassisch, so wie man das immer gemacht hat, einfach Experimente durchführen. So wie zum Beispiel der berühmte Versuch von Osborne Reynolds zum Übergang zur Turbulenz in einer Rohrströmung. Er hat da diesen berühmten Farbfadenversuch gemacht. Dann kann man das Experiment immer weiter verfeinern und kann dann eben durch wiederholte Experimente, sorgfältige Beobachtungen herausfinden, wie verhält sich ein Fluid zum Beispiel unter dem Einfluss von äußeren Kräften. Nachteil bei der ganzen Geschichte, das kann also sehr zeitaufwendig sein, kostet auch noch viel Geld. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ist es vielleicht möglich, bestimmte Zustände von einem Fluid vorherzusagen durch eine Berechnung. Und das ist dann die Welt der analytischen Strömungsmechanik. Hier überlegt man sich, können wir vielleicht Formeln ableiten, mit denen wir dann Strömungen berechnen können. Mit Zettel und Bleistift im Prinzip oder mit dem Taschenrechner oder auch mit MATLAB oder mit Maple. Prima, hier kommen also noch überschaubare Gleichungen dann zum Einsatz. Analytische Strömungsmechanik heißt also, dass hier nur solche Zustände vorkommen, für die wir analytische Ausdrücke hinschreiben können. Wenn man sich aber eine reale Strömung anschaut, die im Ingenieurswesen eine Rolle spielt, dann sind die Strömungen in der Regel äußerst komplex, so komplex, dass wir überhaupt gar keine Chance haben, mit Zettel und Bleistift etwa eine Lösung hinzuschreiben, wie etwa das Geschwindigkeitsfeld aussieht. In den letzten Jahren hat sich in dem Maße, wie sich die Computerpower verbessert hat, ein neues Gebiet entwickelt, die Simulation ganz allgemein.
Simulieren können Sie in der Elektrotechnik, da können Sie elektrische Felder simulieren. Sie können in jedem Teilgebiet der Physik etwas simulieren. Und hier bei uns ist das dann die numerische Strömungsmechanik, das heißt die Strömungssimulation. Das ist, wenn Sie so wollen, jetzt eine neue, eine dritte Möglichkeit, Erkenntnisse über Strömungen zu gewinnen. Ziel der numerischen Strömungsmechanik ist es unter anderem, das Verhalten von Fluiden vorherzusagen. Wir würden also gerne wissen, wie bewegt sich ein Fluid unter bestimmten Bedingungen. Wie sehen die Vor- und Nachteile dieser drei Ansätze aus? Zunächst mal das Experiment. Das ist das, was man sozusagen historisch als erstes gemacht hat. Das Experimente sind immer gut, da gibt es auch gar nichts zu deuteln. Sehen Sie das bitte nicht so, dass wenn Sie jetzt hier bei mir eine Vorlesung über numerische Strömungsmechanik hören, sehen Sie das bitte nicht so, als ob der Dozent voreingenommen wäre und hätte etwas gegen Experimente. Dass der Dozent sich hinstellt und sagt, naja, also hier rechnen ist ja schon schöner, wer wird denn ein Experiment machen wollen, wer weiß, auf welcher Seite der Lötkolben heiß wird oder am Ende verletzt man sich noch mit dem Schraubenzieher. So ist das nicht. Das Experiment hat immer recht. Das Beste, was wir machen können, ist immer ein Experiment. Das ist unbestritten, denn ein Experiment liefert objektive Daten oder Fakten über ein reales System. Wenn wir keine Fehler machen beim Experiment, also wenn das Experiment korrekt ist, dann liefert das Experiment nicht mehr und nicht weniger als die Wahrheit. Deshalb brauchen wir Experimente, die sind unabdingbar zum Entwickeln von Modellen und Theorien. Und sie sind natürlich auch alternativlos für solche Systeme, wo wir keine ausreichenden Modelle oder Theorien haben. Einfaches Beispiel wäre eine Verschleißsimulation. Wenn Sie ein Tribosystem haben, wenn Sie einen Reibkontakt haben, dann wird es in dem Reibkontakt irgendwann Verschleiß geben. Und wenn Sie jetzt also versuchen, durch eine Simulation Verschleißraten zu simulieren oder wenn Sie ausrechnen wollen, wann geht das denn kaputt, das kann sehr, sehr kompliziert sein. Hier ist es möglicherweise viel sinnvoller, ein Experiment durchzuführen. Nachteil ist, die Experimente sind oft zeitaufwendig und sie sind kostenintensiv. Außerdem, ein ganz wichtiger Aspekt ist, manche Messgrößen sind für eine direkte Messung sehr schwer zugänglich. Einfaches Beispiel wäre der hydrodynamische Tragdruck oder der Druckaufbau in einem Leitlager. Nehmen Sie mal so ein ganz einfaches hydrodynamisches Lager und haben einen dünnen Schmierfilm. Wie wollten Sie jetzt ortsaufgelöst in diesem Schmierfilm den Druck messen, ohne dass Sie das System kaputt machen und ohne dass Sie den Druck in dem Gleitlager verändern? Es gibt also Messgrößen, die sind sehr, sehr schwer zu messen. Und wenn wir eine Chance haben, das zu simulieren, dann ist es aber so, dass wir ganz genau da reinschauen können in das System, so wie mit einer Lupe. Schauen wir uns als zweites nochmal die analytische Theorie an. Die analytische Theorie, die liefert, wie der Name ja schon sagt, analytische Lösungen, also solche Lösungen, die man als geschlossene Formel hinschreiben kann. Das ist natürlich ideal, das ist eine ideale Darstellung für einen Wirkzusammenhang. Dann kann ich ja sofort sehen, was kommt in der Formel vor. Wenn y irgendeine Strömungsgröße ist und Sie haben dann eine Formel y ist f von x, dann können Sie also sofort sehen, wie hängt das y denn jetzt von diesem x ab. Nimmt das jetzt irgendwie zu oder ab oder wie auch immer. Das wäre sozusagen eigentlich die ideale Sache. Nur leider sind die realen Systeme oft so kompliziert, da gibt es halt keine analytische Lösung. Die analytische Lösung ist also ideal für das Systemverständnis. Warum? Weil der Einfluss aller Systemparameter systematisch untersucht werden kann. Wenn jetzt Ihre Lösung von verschiedenen Parametern abhängt und Sie haben eine Formel dafür, sehen Sie ja schon an der Formel, wie der Zustand von den verschiedenen Parametern abhängt. Für technisch relevante Systeme, für Systeme im Ingenieurswesen, da gibt es in der Regel keine analytischen Lösungen, weil es einfach zu kompliziert ist. Um das ein bisschen überspitzt zu formulieren, könnte man sagen, reale Systeme lassen sich nicht analytisch berechnen. Das ist eine harte Aussage. Auf der anderen Seite, was sich analytisch berechnen lässt, gibt es in der Realität nicht. Wie sieht es jetzt mit der Numerik aus? Numerik, ich habe es schon gesagt, ist jetzt nicht die Lösung für alles. Numerik kann helfen, muss aber nicht. Die Numerik liefert objektive Daten oder Fakten zu berechenbaren Modellen.
Damit ist nicht gesagt, ob das Modell selbst überhaupt richtig oder falsch ist. Die Numerik erlaubt im Gegensatz zur analytischen Theorie auch die Berechnung von sehr komplexen Systemen, auch von Strömungen in komplexen Geometrien. Im Vergleich zum Experiment ist aber die Numerik weniger zeitaufwendig und kostet auch nicht so viel. Sie können außerdem gleichzeitig mehrere Simulationen durchlaufen lassen. Wir können vor allen Dingen Größen bestimmen, sozusagen messen, hier messen in Anführungsstrichen. Wir können schwer zugängliche Größen messen. Wenn Sie ein gutes Modell haben, dann können Sie im Grunde genommen in dem Modell alles berechnen, was überhaupt berechenbar ist. Wir können in einfacher Weise Parameterstudien durchführen. Wir müssen allerdings auch sehen, dass numerische Lösungen immer Näherungslösungen sind und die Berechenbarkeit wird natürlich durch die Computer-Hardware begrenzt. Nachteil ist, CFD ist keine Easy-to-Use-Methode. Es ist also ein Irrglaube, man könnte viel Geld für eine CFD-Software ausgeben. Eine typische Jahreslizenz für einen Kern, da liegen wir so bei grob 20.000 Euro. Und die Idee, naja, da geben wir so viel Geld aus, dann wird das Programm ja schon wissen, wie da gerechnet wird. Das ist ein Trugschluss. Wir brauchen am Ende jemand, der vor dem Computer sitzt, der genauso schlau ist quasi wie die Software in dem Computer. Sonst geht das schief. Ich zitiere hier mal aus einem Buch, An Introduction to Computational Fluid Dynamics. Und was schreiben da die Autoren? Die sagen, die Hauptzutaten für Erfolg im CFD-Geschäft, das ist Erfahrung und ein tiefes Verständnis der Physik von Strömungen und ein Verständnis für die Grundlagen der numerischen Algorithmen. Das ist zusammen äußerst wichtig, sonst kann auch eine CFD-Analyse nicht funktionieren. Schauen wir uns mal an, wie Experiment, Numerik und Theorie, wie die miteinander wechselwirken, in welchen Beziehungen die stehen. Es geht natürlich bei uns im Maschinenbau und auch in der Physik immer um reale Systeme, irgendetwas Reales. Dann können Sie natürlich an diesem realen System ein ganz normales, reales Experiment durchführen und bekommen dann experimentelle Ergebnisse. Wenn das Experiment korrekt durchgeführt wurde, dann sind diese experimentellen Ergebnisse, das ist die Wahrheit. Das sind einfach Fakten und da gibt es das alte philosophische Prinzip der Unmöglichkeit, gegen Fakten zu argumentieren. Jetzt können Sie von diesem realen System ausgehend sich aber eine einfache Modellvorstellung zu bilden. Sie können ein Modell bilden, Sie können ein Modell aufbauen, Sie machen sich eine vereinfachte Vorstellung von dem realen System, das nennen wir dann ein Modell. Und man könnte das auch so sehen, wir reduzieren die Komplexität des Ausgangssystems, um zu einem einfacheren Modell zu kommen. Reduktion von Komplexität funktioniert hier so, dass wir einfach alle überflüssigen Aspekte weglassen, die für uns vielleicht gar nicht von Relevanz sind. Einfaches Beispiel: Sie haben vielleicht einen Kolbenmotor, wollen einen Kolbenmotor simulieren, haben einen Zylinderkopf mit Kühlrippen und dann ist es möglicherweise so, dass Sie sagen, wir brauchen jetzt nicht noch die Schleifriemen auf dem Zylinderkopf mit simulieren. Da tun wir dann einfach so, als ob die Kühlrippen auf dem Zylinderkopf, als ob die glatt sind. Damit haben wir ein viel einfacheres System. Das Ganze ist aber ein Modell, weil es ja nicht eins zu eins dem realen System entspricht, sondern hier wurden bestimmte Aspekte weggelassen. So zum Beispiel, dass auf dem Zylinderkopf, auf den Kühlrippen, dass da eine Oberflächenrauheit vorhanden ist, die aber eigentlich für uns im Moment gar nicht interessant ist. Die Modellbildung führt dann zu einem Modellsystem, das wäre also ein vereinfachtes Abbild der Realität. Und dieses Modellsystem, das können wir jetzt durch zwei verschiedene Arten untersuchen. Wir können einerseits Computerexperimente durchführen an diesem Modellsystem. Das wäre dann bei uns eben die numerische Strömungssimulation. Das führt dann zu numerischen Ergebnissen. Wir haben dann im Kontrast dazu die experimentellen Ergebnisse aus der realen Messung. Hier haben wir dann Ergebnisse aus der Strömungssimulation. Sie können für dieses Modell aber auch versuchen, analytische Formeln abzuleiten, also approximative Theorien zu entwickeln. Und diese Theorien, die sagen dann auch irgendetwas voraus. Nehmen Sie mal als einfaches Beispiel eine Rohrströmung.
Eine Rohrströmung, die durch einen Druckunterschied zwischen Ein- und Ausgang angetrieben wird. Hier können Sie eine approximative Theorie mit dem Namen das Gesetz von Hagen-Poiseuille entwickeln. Und dieses Gesetz von Hagen-Poiseuille, das sagt mir jetzt, wie die angelegte Druckdifferenz zusammenhängt mit dem Volumen oder mit dem Massenstrom durch dieses Rohrstück. Das wäre eine theoretische Vorhersage. Wir können natürlich so ein Rohrsegment auch im Computer simulieren. Das würde uns dann hier ein Simulationsergebnis liefern. Und Sie können natürlich auch so ein Rohrstück experimentell untersuchen. Dann haben Sie eine dritte Art von Ergebnis. Und jetzt können Sie diese drei Ergebnisse natürlich hier jeweils miteinander vergleichen. Wenn Sie die experimentellen Ergebnisse vergleichen mit den Ergebnissen aus der Strömungssimulation, dann sind wir da durch diese Vorgehensweise in der Lage, das numerische Modell zu testen. Und wir können, wenn wir sagen, das Modell, das passt, das ist in Ordnung, dann können wir natürlich auch noch durch den Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den theoretischen Vorhersagen die Theorie selbst testen. Ja, kommen wir jetzt nochmal zur Frage zurück, was ist denn CFD? Die numerische Strömungsmechanik beschäftigt sich mit der numerischen Simulation strömender Medien. Die internationale Bezeichnung für das Gebiet lautet CFD und das steht für Computational Fluid Dynamics. CFD-Spezialisten, die sind typischerweise im Bereich Forschung und Entwicklung aktiv, hauptsächlich in der Industrie, aber auch an Hochschulen und in Forschungsinstituten. Wir bieten Ihnen an der Fachhochschule Bielefeld einen Weg hin zu sozusagen zu einem Beruf, zum CFD-Ingenieur. Sie sehen hier die verschiedenen Stufen. Im ersten bis dritten Semester, da haben wir höhere Mathematik, da geht es also um die mathematischen Grundlagen. Sie haben da außerdem Vorlesungen aus dem Bereich der technischen Mechanik, da geht es auch um Grundlagen. Dann im vierten Semester haben wir eine Vorlesung Strömungsmechanik. Die Strömungsmechanik unterscheidet sich ein Stück weit von dem Rest der Mechanik. Hier geht es nämlich primär um Erhaltungssätze oder um Bilanzgleichungen. Dann haben wir im Rahmen der Mathematikausbildung auch ein Teil numerische Mathematik, das haben wir heutzutage ins dritte Semester Mathematik 3 verlagert. Dann baut auf diesem Grundlagenbereich erstes bis viertes Semesters die Vorlesung CFD 1 auf mit dem Fokus auf laminare Strömungen. Und da geht es darum, dass Sie ein Grundverständnis für die Strömungssimulation bekommen können. Um ehrlich zu sein zu Ihnen, es wird nicht so sein, dass Sie mit einem Bachelor in eine Forschungsabteilung reinkommen und dann da als CFD-Ingenieur arbeiten. Das Gebiet ist dafür zu kompliziert. Wenn Sie vorhaben, in diesem Bereich später mal zu arbeiten, empfehle ich Ihnen dringend, in den Master zu gehen. Da runden wir das dann mit einer Vorlesung CFD2 mit dem zugehörigen Seminar und einem CFD2-Praktikum und mit dem CFD-Kolloquium dann alles ab. Und wenn Sie das alles mitnehmen, wenn Sie alles mitnehmen, was die FH Bielefeld in diesem Bereich bietet, dann können Sie nachher als Experte für Computational Fluid Dynamics auf den Arbeitsmarkt gehen und haben dann auch eine Chance, mit Uni-Absolventen zu konkurrieren. Mein Anspruch hier in dem Bereich ist es, Ihnen partiell eine Ausbildung anzubieten auf Universitätsniveau. Hier nochmal so eine Idee, wie sollen Sie umgehen mit den verschiedenen Wegen, die ja an der Hochschule möglich sind. Diese Folie dreht sich um die Frage, wie tief soll ich überhaupt mich mit irgendeinem Thema beschäftigen? Man muss letzten Endes hier abwägen zwischen Tiefe und Breite in der Ausbildung. Also will ich also sehr viel lernen, dann kann ich aber nicht in allen Bereichen so tief reinbohren. Umgekehrt bohre ich an einer Stelle sehr tief ins Wissen rein, dann geht das auf Kosten der Breite. Jetzt müssen Sie sich einfach überlegen, was ist Ihr persönliches Berufsziel? Was wollen Sie denn werden? Wie möchten Sie später arbeiten? Angenommen, Sie würden gerne CFD-Fachmann im Bereich Forschung und Entwicklung in einem Konzern, also in einer sehr, sehr großen Firma arbeiten, dann empfehle ich Ihnen einen Weg 1. Nehmen Sie einfach so viel CFD mit, wie es nur möglich ist und lassen Sie dann vielleicht Dinge weg, die nicht zu Ihrem geplanten Weg passen. Wenn Sie aber sagen, naja gut, ja, Berechnungsingenieur ist auch okay, muss er jetzt nicht gleich ein Konzern sein, muss auch nicht gleich die zentrale Forschung sein. Sie wollen lieber in ein mittleres Unternehmen, da kann es ja sein, dass Sie auch noch andere Aufgaben übernehmen.
Und dann würde man sagen, schauen Sie sich CFD an und ergänzen Sie das durch ein geeignetes anderes Modul, wie zum Beispiel finite Elemente. Weg Nummer 3, angenommen, Sie sehen sich eher als Allrounder in einem kleineren Unternehmen, dann würde man sagen, nehmen Sie hier möglichst viele Bausteine mit, zum Beispiel die finite Elemente-Methode, die Mehrkörpersimulation und CFD. Das wäre dann der Weg 3. Denken Sie so ein bisschen darüber nach. Ich persönlich möchte keinen dieser drei Wege bewerten. Ich möchte nicht sagen, das ist besser als jenes. Ich sage an der Stelle immer, im Universum gibt es kein Oben und Unten, da sind alle Richtungen, sind da gleich gut. Am Ende gut ist das, was zu Ihnen passt. Der Weg, auf dem Sie sich wohlfühlen, schlagen Sie den ein, aber denken Sie ein bisschen darüber nach, was es sein soll. Diese Folie ist übrigens auch so gemeint, Sie können gerne CFD ersetzen durch irgendein anderes Gebiet. Sie können hier auch Thema Faserverbundwerkstoffe hinschreiben oder Projektmanagement, was auch immer. Nehmen Sie hier irgend so eine Box mit Namen X, das steht für das, was Sie interessiert. Und jetzt überlegen Sie, wollen Sie in Weg 1, in Weg 2 oder in Weg 3 einschlagen? Und das heißt, wie viel von diesem X müssen Sie hier in Ihr persönliches Curriculum einbauen? Warum sollen wir jetzt eigentlich Strömungen simulieren? Was ist denn da so interessant? Wie wichtig sind denn Strömungen? Und da ist die Aussage, Strömungen grundsätzlich sind allgegenwärtig und sie spielen sich auf fast allen Längenskalen ab. Das merken Sie ja sofort. Sie bewegen sich durch die Luft, Sie selbst als Person. Sie leben am Boden eines Luftozeans quasi. Sie atmen permanent ein und aus. Damit ist eine Luftströmung verbunden. Sie haben Blut im Körper, Sie haben einen Blutkreislauf, ein Herz. Das ist quasi eine Pumpe. Das heißt, Strömungen sind nun tatsächlich allgegenwärtig. Und ich möchte jetzt hier mal zeigen, dass Strömungen auch auf allen möglichen Längenskalen auftreten. Schauen wir uns mal so eine ganz, ganz große Längenskala an. Man kann mit Hilfe der relativistischen numerischen Strömungsmechanik die Dynamik von Galaxien untersuchen. Wir hier in der Fachhochschule betreiben natürlich nur klassische Strömungsmechanik, aber Sie können auch eine Strömungsmechanik verallgemeinern für sehr große Geschwindigkeiten. Das wäre dann die Situation, wir verheiraten die Relativitätstheorie mit der Strömungsmechanik. Und was Sie hier jetzt in diesen drei Bildern sehen, das ist Strukturbildung im Universum auf ganz großen Längenskalen. Sie sehen hier links eine Box, das ist ein riesiger Bereich im Universum. Man präpariert hier einen Anfangszustand, heißt in diesem riesigen Volumen, da füllen wir diesen Quader mit Materie aus. Und jetzt überlassen wir das System sich selbst. Es gibt dann Gravitation. Ein bisschen später sieht der Zustand dann so aus. Materie fängt an, sich zu verklumpen. Es bilden sich sogenannte Filamente aus. Wenn wir noch ein bisschen weiter warten, dann sieht das dann irgendwann so aus. Man hat dann da Galaxiencluster, diese einzelnen hellen Spots, die Sie da erkennen, das sind jetzt nicht einzelne Sterne, sondern das sind schon riesige Ansammlungen von einzelnen Sternen. Und wir haben im Universum die Situation, das Universum besteht überwiegend aus riesigen Leerräumen, aus den sogenannten Voids. Also Void im Englischen heißt, da ist nichts. Dieses Void ist das gleiche wie das berühmte Schlüsselwort hier in der C++-Programmierung. Sie sehen ja hier in einer Zeile im Prinzip schon sowas, fast sowas wie ein vollständiges C++-Programm. Void, Main, Void. See out, hello world. Das heißt also, das Programm würde schon fast den Text Hello World auf dem Bildschirm ausgeben. Und dieses Void heißt, wir haben hier weder einen Rückgabewert noch ein Argument. Void heißt, da ist halt nichts. Und im Universum ist es so, wir haben riesige Leerräume. Die Struktur, die große Struktur vom Universum entspricht der Struktur von einem Schwamm mit riesigen Hohlräumen. Und die Materie, die sitzt dann geballt, so wie beim Schwamm, da wo die Wände in diesem Schwamm sitzen. So kann man sich das dann vorstellen. Und in diesen riesigen Leerräumen ist tatsächlich im Grunde überhaupt nichts. Das Licht, das durch diese Leerräume läuft, geht da ungehindert durch und wird also nicht von irgendeinem Material verschluckt. Weiteres Beispiel wäre jetzt Strömungsmechanik nicht mehr auf der Längenskala Größe des Universums, sondern das wäre so ein planetarer Längenskala.
Die Folie, die gibt es auch schon in der Vorlesung Strömungsmechanik. Wie entsteht das Magnetfeld der Erde? Nun, das Magnetfeld der Erde entsteht durch Konvektionsströmungen im Inneren der Erde. Sie sehen hier innen rot den Erdkern, der besteht aus festem Eisen, dann eine Kugelschale bestehend aus flüssigem Eisen und außen den Erdmantel mit der Erdkruste. Die Erdkruste ist das, was wir außen fest wahrnehmen. Innen ist es heiß, außen ist es kalt. Das treibt dann Konvektionsströmungen an, und zwar in Form von Konvektionsrollen. Sie sehen das hier so angedeutet. Diese Säulen, das sind Konvektionsrollen, die sind parallel zur Erdrotationsachse ausgerichtet. Und die Wechselwirkung von dieser Strömung im Erdinneren mit dem elektromagnetischen Feld der Erde erzeugt das Magnetfeld. Das ist ein magnetohydrodynamischer Dynamo. Ja, wie kommt das Magnetfeld eigentlich zustande? Also grob gesprochen ist es eben so, der Wärmeunterschied, der Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen treibt zunächst mal einfach nur eine Konvektionsströmung an, Konvektionsrollen. Durch die Rotation der Erde selbst, Sie sehen hier unten die Winkelgeschwindigkeit angedeutet, durch die Winkelgeschwindigkeit der Erde sind diese Konvektionsrollen gemäß dem sogenannten Taylor-Proudhon-Theorem parallel zur Rotationsachse der Erde ausgerichtet. Jetzt stellen Sie sich vor, wir hätten da innen also so ein elektrisch leitfähiges Fluid, wir haben da ja geschmolzenes Eisen, das ist ja elektrisch leitfähig. Stellen Sie sich vor, wir hätten da mal durch eine kleine Störung des Systems irgendwo so eine kleine Magnetfeldfluktuation. Da soll einfach mal so ein bisschen Magnetfeld sein. Was passiert? Nun, wenn wir eine Konvektionsströmung aus flüssigem Eisen haben, dann wird also dieses flüssige Eisen durch das Magnetfeld durchgeschoben, und das führt jetzt natürlich zu einer Kraft auf die Ladungsträger. Denken Sie an das Lorentz-Kraftgesetz, an die sogenannte Lorentz-Kraft. Die Kraft, die auf den Ladungsträger wirkt, ist Ladung mal V kreuz B, also Geschwindigkeit kreuzweise multipliziert mit dem Magnetfeld B. Das ist eine Lorentz-Kraft. Die Kräfte erfahren in dem Magnetfeld jetzt eine Kraft. Die Ladungsträger werden ja durch die Konvektionsströmung durch das Magnetfeld durchgeschoben, und jetzt tritt eine Kraft auf diese Ladungsträger auf. Und das führt dann natürlich zu einem elektrischen Strom. Dieser elektrische Strom wiederum, der erzeugt aber ein Magnetfeld. Und wenn das jetzt gut eingestellt ist, das System, dann ist es eben so, dass das Magnetfeld, das von diesen Strömen jetzt erzeugt wird, hat dann die gleiche Richtung wie das ohnehin schon in Form einer kleinen Störung das existierende Magnetfeld, sodass sich das verstärkt. Wenn es also so ist, dass diese Induktionsströme das äußere Magnetfeld verstärken, dann kann das anwachsen, 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 bis es irgendwann planetare Ausmaße hat. Und genau das ist es, was bei der Erde passiert. Okay. Gehen wir jetzt nochmal von der Längenskala ein bisschen weiter nach unten, nämlich auf eine Längenskala, die uns als Mensch vertraut ist. Wir gehen mal auf die Größenordnung 10 hoch 0 Meter, also 1 Meter. Dann werden wir hier auch bei Anwendungen im Bereich des Maschinenbaus. Ein Riesenthema ist die Hydraulik. Da geht es um die Übertragung von Signalen, Energie oder Kräften mit Hilfe von inkompressiblen Flüssigkeiten. Wenn wir als Arbeitsmedium weggehen von der Flüssigkeit und gehen zu einem kompressiblen Gas, dann heißt das dann nicht Hydraulik, sondern Pneumatik. Dann Riesengebiet wäre die Welt der Strömungsmaschinen. Denken Sie an Propeller, Ventilatoren, Turbinen und Strahltriebwerke. Dann haben wir ein riesiges Gebiet Kolbenmaschinen. Denken Sie an Kolbenpumpen, an Hydraulikmotoren, an Verbrennungsmotoren etc. Daneben haben wir spezielle Anwendungen wie die Aerodynamik von Autos, das ganze Thema Fliegen, Flugzeuge, Windräder, dann aber auch Themen wie Gussprozesse, das Gießen von Metallen oder die Simulation von Kunststoffen, Spritzguss etc. Dann so moderne Themen wie Lab on a Chip, Mikrofluidik. Denken Sie an Verfahrenstechnik, denken Sie an die chemische Industrie, an BASF, wie viele Rohrleitungen da verbaut sind, wie da Fluide transportiert werden. Und denken Sie vielleicht auch noch an das Thema Klima, Klimamodelle, Wettervorhersage. Die ganze Atmosphäre ist ein strömungsmechanisches System, und Wettervorhersage heißt Navier-Stokes-Gleichungen lösen für die Erdatmosphäre. Und hier gibt es jetzt natürlich die Jobs für Sie. Wofür brauchen wir jetzt im technischen Bereich CFD? Wofür wollen wir da jetzt etwas simulieren? Nun,
Typisches Einsatzgebiet im Ingenieurswesen wäre das Auslegen von Bauteilen oder Systemen. Hier geht es also um Fragen wie etwa, hält es oder hält es nicht? Darüber hinaus die Vorhersage von Strömungszuständen. Welcher Zustand liegt etwa nach einer Stunde Betriebsdauer vor? Dann die Berechnung von schwer messbaren Größen. Wie ist etwa die Druckverteilung in einem Gleitlager? Anderes Thema ist die Designoptimierung. Was ist eine optimale Flügelform oder was ist die optimale Form in einer Strömungsmaschine, wo Sie einen Rotor haben, wo Sie irgendeine Art von Beschaufelung haben? Wie müssen die Schaufeln designt werden, um einen optimalen Wirkungsgrad zu haben? Und da versagt die Intuition. Die Navier-Stokes-Gleichungen sind zu kompliziert, als dass man dafür eine Intuition entwickeln kann, um eine optimale Ein optimales Design zu finden, etwa für eine Beschaufelung, da müssen wir am Ende simulieren. Dann als letzter Punkt sagen wir noch die Aufklärung von Wirkzusammenhängen. Wenn Sie also wissen wollen, was passiert genau in unserem Produkt, was ist denn da genau los, da hilft eben die Simulation. Wir können mit der Simulation wie mit einem Mikroskop da ganz genau hineinschauen, ohne das Produkt zu zerstören. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, naja, warum soll mich das interessieren, was in unserem Produkt passiert? Hauptsache, der Kunde kauft das und gibt mir das Geld dafür. Am Ende wird es so sein, dass Sie Ihr Produkt auch mal verbessern müssen. Der Kunde kommt und sagt, wir müssen Ihre Anforderungen ändern, Sie müssen Ihr Produkt ändern. Wenn Sie aber nicht verstanden haben, wie Ihr Produkt funktioniert, dann kann es passieren, dass Ihr Produkt nach einer Designveränderung eben nicht mehr funktioniert. Um fit für die Zukunft zu sein, müssen Sie wissen, was genau in Ihrem Produkt passiert, und das können Sie mit Hilfe der Simulation aufklären. Hier ein weiteres Beispiel, wo Strömung eine Rolle spielt. Wir gehen jetzt nochmal eine Längenskala weiter nach unten. Wir tauchen jetzt ein in die sogenannte Mikrofluidik. Das Thema Mikrofluidik, das gewinnt aktuell sehr stark an Bedeutung. Das heißt, es geht hier um Strömungen im Mikrometerbereich. Beispiel wäre die Strömung zwischen zwei rauen Oberflächen in einem tribologischen System. Ein Tribosystem besteht aus drei Teilen, aus einem Grundkörper, einem Gegenkörper und einem Zwischenstoff dazwischen. Das könnte Luft sein, kann aber auch ein Schmierstoff, ein Öl sein, irgendetwas. Typischerweise eingesetzt, um die Reibung zwischen den beiden Partnern zu vermindern. Wenn wir jetzt den Grundkörper, der soll in Ruhe bleiben, wir üben auf den Gegenkörper oben eine tangentiale Kraft aus, um den in Gang zu setzen, um den in Bewegung zu setzen. Die Relativbewegung ist nicht kostenlos. Aufgrund der Reibung brauchen wir da diese Tangentialkraft. Die Reibkraft würde genau nach links, also in die andere Richtung, wirken. Wir können das Tribosystem belasten von oben mit einer Normalkraft. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie groß sind denn in diesem System die Kräfte, kann man das eben auch simulieren. Wir haben es jetzt hier mit einer Strömung in diesen engen Kavitäten zu tun. Möglicherweise haben wir hier Mischreibung. Partiell könnte es sein, dass wir hier Festkörperkontakte haben und gleichzeitig haben wir Fluidreibung. Sowas kann man heutzutage simulieren. Bei einem hydrodynamischen Gleitlager, das kennen Sie aus der Vorlesung über Maschinenelemente, da sind Lagerzapfen und Lagerschale durch einen dünnen Fluidfilm getrennt. Hier ist ein Bild dazu. Hier sehen Sie den Lagerzapfen. Hier ist auch eine Rotation angedeutet. Dann sehen Sie hier außen die Lagerschale. Hier oben wäre eine Ölzufuhr vorgesehen. Sie sehen hier auch eine Exzentrizität. Das heißt also, der Lagerzapfen ist in Bezug auf die Lagerschale verschoben. Die beiden Mittelpunkte liegen nicht übereinander, sondern der Lagerzapfen ist ein bisschen versetzt. Und das führt dazu, dass wir hier einen großen Schmierspalt haben, der sich jetzt hier verjüngt und nach der Engstelle weitet sich der Schmierspalt wieder auf. Die Relativbewegung zwischen Zapfen und Schale führt zu einem Aufbau eines Tragdrucks im Lagerspalt, der mithilfe der Strömungsmechanik, konkret mit der Navier-Stokes-Gleichung oder mit den Reynolds-Gleichungen der Schmiertheorie berechnet werden kann. Hier diese Linie, das soll der Druck über den Umfang sein. Dieser Druckverlauf ist nicht überall gleich groß. Wir haben also hier auf der Seite hier einen sehr großen Druck, auf dieser Seite ist der Druck sehr gering und das führt dann eben dazu, dass der Lagerzapfen sozusagen fliegen kann, dass der in der Schwebe gehalten wird. Bei zu hoher Last läuft das Lager in der Misch- oder Grenzreibung.
Zapfen und Schale werden dann nur noch durch wenige Moleküllagen des Schmierstoffs getrennt. Im Bereich der Misch- und Grenzreibung versagt natürlich das Kontinuumsmodell. Stellen Sie sich also vor, wir drücken die beiden Partner so stark zusammen, dass da nur noch wenige Moleküllagen vom Schmierstoff dazwischen sitzen. Dann können wir da natürlich nicht mehr mit einer Mistox-Gleichung arbeiten, weil das Ganze gar kein Kontinuum mehr ist. Und da kommen wir dann im Prinzip in die Molekulardynamik-Simulation hinein. Hier nochmal so eine weitere Anwendung aus der Mikrofluidik. Stichwort Lab-on-a-Chip-Technologie. Es geht hier um ein weiteres Beispiel, wäre Strömung zwischen technisch rauen Oberflächen, haben wir im Gleitlager gesehen. Weiteres Beispiel wären Brennstoffzellen. Dann Thema Mikroverfahrenstechnik. Es gibt da in diesem Bereich Mikropumpen, Mikromischer, Mikroventile. Alles, was wir aus dem Makrokosmos kennen, aus dem Maschinenbau, versucht man auch in die Mikrowelt zu transportieren. Nur gelten da ein klein wenig etwas andere Gesetzmäßigkeiten. Oder dann auch das Thema reaktive Strömungen. Was Sie hier in dem Bild sehen von dem Forschungszentrum Karlsruhe, wäre ein Mikromischer. Wir gehen hier oben in einen Mikrokanal rein mit einer blauen und mit einer roten Farbe, würden das gerne vermischen. Problem im Mikrokosmos ist, dass da die Reibung dominiert und wir werden es kaum schaffen, hier eine turbulente Strömung zu erzeugen. Normalerweise, wenn Sie mischen wollen, brauchen wir Turbulenz. Das sorgt für eine sehr gute Vermischung verschiedener Substanzen. Das scheidet im Mikrokosmos aber aus und eine Lösung besteht jetzt darin, dass man den Kanal mehrfach um die Ecke lenkt und das führt dann zu einer super Durchmischung, wie Sie hier an dieser Simulation sehen können. Man kann jetzt nochmal eine Längenskala weiter nach unten absteigen in die sogenannte Nanofluidik. Das heißt, hier geht es also dann um Strömungen im Nanometerbereich, also unterhalb des Bereichs der Mikrofluidik. Was Sie hier sehen, das wäre die numerische Simulation eines Polystyrolfilms auf Silizium. Wir bringen zunächst mal also auf Silizium einen ganz dünnen Polystyrolfilm auf in einer Dicke von 4 Nanometern. Und hier die laterale Ausdehnung wären 6000 Nanometer. Wir starten bei einer zu einem Zeitpunkt 0 Sekunden, lassen jetzt mal die Simulation loslaufen. Wir haben ja dann eine Oberflächenspannung und diverse Kräfte sind hier zugange. Und nach 17,5 Sekunden sieht man, dass hier oben die Oberfläche nicht mehr glatt ist. Nach 2030 Sekunden sieht es dann so aus, wie Wellengang auf dem Ozean. Und wenn man dann das immer weiterlaufen lassen, stellt man auf einmal fest, es bilden sich dann am Ende so eine Art Tröpfchen auf der Oberfläche. Der Film zerreißt und wir haben einzelne Tröpfchen. Das wäre also ein Beispiel für eine Simulation aus dem Bereich der Nanofluidik. Hier geht es also um Themen wie Benetzbarkeit etc. Jo, hier wird nochmal erklärt, was diese Bildersequenz bedeutet. Ne, zeigt die numerische Simulation eines auf Silizium entnetzenden Polystyrolfilms. Ausgehend von einem glatten Fluidfilm erzeugen thermische Fluktuationen, kleine Wellen auf der Oberfläche, die dann zu einer größeren charakteristischen Wellenlänge anwachsen. Und wenn diese Wellen groß genug sind, dann zerreißt sich das Ganze, es entstehen Wellentäler und kleine Tröpfchen. Das könnte man da als nächstes eintauchen in die Welt der Molekulardynamik. Sowas macht man dann zum Beispiel, wenn wir in einem Gleitlager in die Grenzreibung reingehen, dann haben wir nur noch wenige molekulare Schichten, die die beiden Partner voneinander trennen. Oder aber Sie können auch einfach zwei Festkörper simulieren, die in einem Festkörperkontakt sitzen und sich dann auf molekularer Ebene vermischen. Das ist ein Riesenthema. Mithilfe der Molekulardynamik können wir zum Beispiel auch thermodynamische Eigenschaften von Substanzen simulieren. Das heißt, wenn Sie die Wechselwirkungen zwischen Teilchen einer Substanz kennen, dann können Sie ein ganzes Kollektiv dieser Moleküle im Computer simulieren. Zum Beispiel können Sie das dann einer Scherströmung aussetzen und im Computer dann quasi messen, wie groß die Kraft ist, die Sie zum Antrieb brauchen und daraus könnten Sie also die Viskosität heraus simulieren. Wir könnten also die Viskosität einer Substanz mit Hilfe der Molekulardynamik-Simulation aus den Kräften heraus simulieren, die zwischen den Molekülen wirken. Was man hier sieht, ist eine Simulation eines Tribosystems. Wir haben einfach hier oben
einen Festkörper, da sind die Moleküle rot eingefärbt, den bewegen wir nach rechts. Und hier unten haben wir den Grundkörper, der ist in Ruhe. Durch die Prozesse, durch die Verschleißprozesse entsteht hier Abrieb, es werden Atome aus den Verbänden herausgelöst und es entsteht hier eine Mischung. Die beiden Festkörper vermischen sich sozusagen. Das wäre also so ein Ergebnis einer Molekulardynamik-Simulation. Damit wären wir also auf der Skala ganz unten angelangt. Ich hoffe, Sie haben das gesehen. Strömungen gibt es also überall. Wir fangen ganz oben im Kosmos, im Universum an und landen ganz unten auf der Ebene der Moleküle. Wir können sogar noch weiter absteigen in den subatomaren Bereich. Auch da gibt es nochmal eine Anwendung für die Strömungsmechanik beim sogenannten Tröpfchenmodell. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Atom. Sie wissen, das Atom hat eine Atomhülle. Innen drin sitzt der Atomkern. Der besteht aus Protonen und Neutronen. Außen haben wir diese Elektronenhülle. Was man in der Kernphysik macht oder in der Atomphysik macht, wenn Sie jetzt so Atomkerne aufeinander schießen, dann betrachtet man die Atomkerne als kleine Tröpfchen und das, was bei der Kollision von Atomkernen passiert, das ist sehr, sehr ähnlich dem, was bei der Kollision von Tröpfchen passiert. Das heißt, man hat also Modelle aus der Strömungsmechanik, die man sogar in der Atomphysik benutzen kann. Das heißt also, die Strömungsmechanik ist auf allen Längsskalen präsent, auch die numerische Strömungsmechanik. Und speziell jetzt auf den Längenskalen, die natürlich für die Ingenieure wichtig sind, da gibt es eine hohe Anzahl von Jobs in der Industrie. Wenn Sie wissen wollen, wo gibt es denn Jobs weltweit, empfehle ich Ihnen mal einen Blick auf diese berühmte Internetseite CFD Online, www.cfd-online.com. So sieht da so ein Screenshot aus von vor einiger Zeit. Da können Sie zum Beispiel gucken, CFD Jobs Database, und da finden Sie Jobs an Universitäten, in Forschungseinrichtungen und so weiter, und zwar weltweit. Sie können das auch listen lassen für einzelne Länder. Okay. Wenn Sie sich für CFD interessieren, wenn das was ist für Sie persönlich und wenn es nicht nur darum geht, hier eine Note zu bekommen, sondern wenn Sie da vielleicht eine Zukunft später für Ihren Beruf sehen, sprechen Sie mich an. Ich kann Ihnen in jedem Fall sagen, dass für eine Tätigkeit im Bereich CFD ein Masterabschluss erforderlich ist, sonst wird man Sie da nicht ernst nehmen. Wenn Sie im Bereich F&E einsteigen wollen, ist typischerweise auch noch eine Promotion erforderlich. Wir bieten Ihnen hier an der Fachhochschule Bielefeld CFD-Themen an für Projektarbeiten, für Bachelorarbeiten, für Masterarbeiten und auch für Promotionen. Wir haben ein sehr gut ausgestattetes CFD-Labor und Sie können sowohl Bachelor- als auch Masterarbeiten hier bei uns intern im Labor durchführen und Sie können, wenn wir da Projekte haben, auch bei uns im Hause promovieren. Hier nochmal die großen Themenblöcke, die in der Vorlesung zur Debatte stehen. Wir wiederholen nochmal ein bisschen die Grundlagen der Strömungsmechanik. Die Navier-Stokes-Gleichung, die will ich auch nochmal ableiten. Ich leite Ihnen auch nochmal die berühmte Kontinuitätsgleichung ab und wir behandeln die wichtigste thermodynamische Zustandsgleichung zur Simulation von Strömungen. Dann, was jetzt CFD selbst anbelangt, da behandeln wir die Diskretisierung der Grundgleichungen, wir behandeln Algorithmen zum Lösen der Grundgleichungen und implementieren einen einfachen Solver in C++ mit Visual Studio und zwar für dieses System, das sogenannte Lid-Driven Cavity. Im Rahmen von dem optionalen CFD-Praktikum lernen Sie darüber hinaus die Strömungssimulation mit einem kommerziellen Werkzeug, nämlich mit dem Tool StatCC Plus, das von der Firma CD Adapco entwickelt wurde. Hier rechts sehen Sie auch nochmal so einen typischen Plot. Sie sehen hier so eine T-Verzweigung, ein Rohrstück, wo von rechts dann nochmal Fluid zugeführt wird. Angenommen, das wäre hier ein Temperaturplot, dann hätten Sie ein kaltes Fluid, das geht hier rein. Hier haben Sie eine Hauptströmung, die ist heiß, ist rot eingefärbt und hier können Sie dann sehr gut sehen, wie sich das Ganze vermischt und Sie können auch noch sehen, wie das Temperaturfeld aus dem Inneren in die Struktur eingreift. Das wäre jetzt hier eine Simulation, die mit ANSYS CFX durchgeführt wurde. Hier noch ein paar Literaturhinweise. Ich will jetzt diese Bücher, die hier genannt sind, die will ich jetzt hier nicht alle kommentieren. Sie finden das Dokument hier ja in ILIAS, da können Sie sich diese Bücher mal notieren, schauen sich das dann in der Buchhandlung mal an oder in der Bibliothek. Wenn Sie das hier als Video sehen, dann drücken Sie auf Pause und gucken sich diese Bücher dann mal an, notieren Sie sich das, aber ich will das jetzt
hier an der Stelle nicht weiter kommentieren. Strömungsmechanik und natürlich auch CFD erst recht. Das sind also Gebiete, die sind keineswegs abgeschlossen. Strömungsmechanik ist ein uraltes Gebiet. Trotzdem ist es ein lebendiges Gebiet. Da tut sich sehr, sehr, sehr viel. In der klassischen Mechanik sind die meisten grundsätzlichen Probleme aus Sicht der Physik ja gelöst. Wir haben aber in der klassischen Mechanik, und das ist kaum zu glauben, immer noch ein ungelöstes Problem, und das ist genau die Turbulenz. Das ist so ein Gebiet, das hier genannt ist, ein bisher ungelöstes Problem, Stichwort Millennium-Problem bei den Mathematikern. Es gibt unglaublich viel zu tun im Bereich der Strömungsmechanik, aber auch natürlich dann in der numerischen Strömungsmechanik. Hier sind so ein paar Themen genannt, mit denen wir uns an der Fachhochschule Bielefeld beschäftigen. Ich will das jetzt hier gar nicht im Einzelnen thematisieren. Sprechen Sie mich einfach an, werden Sie einfach Mitglied in dem Team CFD Bielefeld und tauchen Sie dann in diese Welt ein. Jo, dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit, für diesen ersten Teil, und ich hoffe, dass ich Sie ein klein wenig für dieses Fachgebiet begeistern kann.